Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls 2. Beim letzten Mal haben wir uns hier durch das Schloss gemacht und ich vermute jetzt dahinter einen Bosskampf, deswegen bereite ich mich gut darauf vor. Möglichst viel Leben. Okay, und wisst ihr was, weil ich eh noch davon zu viel im Inventar habe, hauen wir mal... Ah, ich liebe Feuer auf der Waffe. Komm, hauen wir das. Wobei, das ist bei Regen vielleicht dumm. Wir nehmen Goldharz. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was uns hier hinter diesem Nebel erwartet. Bestimmt was Fieses. Deswegen, ich bereite mich hier ordentlich vor gerade. Zwei Drachenreiter. Na gut. Wo ist der zweite? Ach, da oben. Ach, jetzt schießt einer. Mit dem Bogen, den ich ja auch habe inzwischen. 526 Schaden, das ist ja ein bisschen was. Oh, ich muss aufpassen. Der zieht echt viel Ausdauer. Ich muss um ihn rumlaufen. Ich meine, den Kampf kannten wir ja schon so ein bisschen. Ich denke mal, wenn der eine tot ist... Boah, den machen aber Schaden. Der mit seinem blöden Bogen da oben. Oh, jetzt ist der andere unten. Trink was, Junge. So, okay, den ich anvisiert habe, das ist der Angeschlagene. Ach, Leute. Aber der ist fast tot. Oh, das hat er geblockt. Nicht schlecht, Kumpel. Ich muss erst, will erst den einen töten. Das war schlecht. Und weg das Zeug. Oh, das war... Und mein Blitz ist alle. Kacke. Okay, den habe ich aber gleich. Und einzeln sind die dann hoffentlich nicht mehr ganz so ein großes Problem. Komm schon. Und tschüss. So, einzeln bist du jetzt ja hoffentlich kein großes Problem mehr. Jetzt mache ich es wieder wie damals, um dich rumlaufen. Und der... Boah, der hält ja fast gar nichts aus, der Junge. Ich hätte den zuerst töten sollen. Ja gut, das war der Bogenschütze, ne? Naja, gut. Wenn man es mit der Reihenfolge weiß, ist es dann wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so schwer. Wenn man weiß, dass man den Typen... Hey, noch eine Drachenreiterseele, da könnte ich mir jetzt doch das Schild machen. Und dahinter ist ein Bonfire. Wie schön, ein Bonfire. Oh, guck mal. Was, der hat es auch bis hierher geschafft? Nicht schlecht. Frag mich ja wie, weil eigentlich braucht man doch die vier großen Seelen, oder nicht? Obwohl, nee, ich brauchte die vier großen Seelen nie, um irgendwas aufzumachen. So, wir reden gleich mit dem. Ich reise aber erst nach Majula. Und skill einfach noch schnell die Seelen. Ja, man muss ja eigentlich nie... Also bisher mussten wir keine Seelen irgendwie einsetzen oder sowas, ne? Von daher kann der Typ natürlich auch hier einfach reinspaziert sein. So, was nehmen wir denn? Wir könnten noch ein bisschen Belastung nehmen für noch mehr geile Sachen. Ich könnte aber auch erstmal nochmal Vitalität und Konstitution hochhauen. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Ich meine, ich habe jetzt eine ganz coole Rüstung. Ich weiß nicht, es geht wahrscheinlich noch besser. Aber wisst ihr was? Ich finde die Rüstung eigentlich geil und deswegen werde ich die jetzt mal zumindest anfänglich verstärken. Ich muss mal gucken, wie weit. Aber ich mache das jetzt einfach mal. So. Der Helm ist geil, den verstärke ich auf jeden Fall. Und die Rüstung ist an sich auch geil. Ah, da braucht man glitzerndes Titanit. Ist ja widerlich. Braucht man für alles glitzerndes Titanit? Für alle Rüstungen? Nein, hier brauchst du nur Titanitscherben, okay. Da wäre jetzt natürlich die Frage. Was wäre denn da sinnvoll, ne? Jetzt brauche ich für meine ganzen Rüstungen glitzerndes Titanit. Das ist ja widerlich. Na, da muss ich mal gucken, ob ich mir vielleicht noch was anderes mal zusammenbastel dann. Das ist dann natürlich eher ungünstig und wisst ihr was, ich hätte gern noch ein Level up, deswegen nehme ich mal hier noch ein bisschen was, was wir an Seelen übrig haben. Zack. Und zack. Hau rein die Scheiße. Dir muss schlecht sein danach, wenn du fertig bist. Und hä? Ich frage mich ja, wie das funktioniert. Der nimmt die Seele in die Hand und auf einmal, ja, hat er mehr Seelen daraus quasi, mehr Wert, also Seelen, die mehr Wert, oder
die Seele, die mehr wert ist, verschwindet für die normalen Seelen oder was? Generell ist ja die Frage, wie das funktioniert. Zum Beispiel, wie handelt man mit Seelen? Ja, ich zähle dann mal ab. 1, 2, 3. Das ist doch eigentlich mal eine sehr interessante Frage, oder? Wie handeln die hier eigentlich genau? Naja, gut. So, jetzt haben wir noch genau 17 Seelen. Das ist wenig zum Verlieren. Mittleres Schloss von Dranglake. Cool, wir sind schon in der Mitte angekommen. Ich dachte, jetzt kommen wir direkt zur Königin, aber scheinbar ja nicht. Dann reden wir jetzt erstmal noch mit dem Typen. Ich hoffe, der ist jetzt nicht schon weg. Ne, der sitzt da noch. Da ist schon wieder ein... der hat sein Rufsymbol bloß umgelegt. So, von wo kamen wir? Von da. Will nur gucken. So, Freundchen. Was denn los? Oh, well met, friend. Good to see you well. Yes, very good indeed. Mhm. Hast du mir auch noch mehr zu sagen? I journeyed from the distant east to perfect my swordsmanship. The legend has it that powerful beings slumber in this land. This sword has been in my family for generations, and only a real man can wield it true. I may face any man or beast, but none shall be a match for my sword. Okay, da bin ich ja gespannt. Ich frage mich auch, warum das so leuchtet. This land is a right mess, eh? King's gone. The people have a mad glint in their eyes. So kann man das auch nennen. The land itself is overrun by terrible beasts. No better place to test my sword, eh? Ja, bis hier hast du es immerhin schon geschafft. Ich frage mich zwar wie, aber du hast es geschafft. This land is a right mess, eh? King's gone. The land, no. Okay, mehr hat er mir auch nichts zu erzählen. Ja, der ist irgendwie seltsam. Stranger Typ. So, wir könnten jetzt hier lang. Wo kommen wir denn hier raus? Scharfschützen. Ach, der Hammer. Wo bin ich denn jetzt? Ach, hallo. Ich kann ja gar nichts aufmachen. Okay, ich bin ja irgendwie noch zu früh, glaube ich. Ach, selbst in diesem Schloss muss man gucken, wo man als erstes lang geht. Aber ich habe ja noch einen zweiten Weg gehabt, ne? Bisher komme ich ja ganz gut durch. Bis auf die Säure, meine ich auch, habe ich noch nichts liegen lassen irgendwie. So, kommen wir hier zur Königin. Könnten wir erstmal... Okay, wir haben hier mehrere... Jetzt haben wir hier schon wieder 3 Gänge. Quasi. Ich könnte mir einen Fahrstuhl holen, so wie es aussieht. Ich könnte ja auch erstmal die Leiter hochklettern, wie es aussieht. Ist wahrscheinlich für die, die keinen Bock auf Fahrstuhl haben, so wie es aussieht, hä? Na gut. Dann sind wir heute mal der, der keinen Bock auf Fahrstuhl hat. Aber wo kletter ich denn jetzt eigentlich hin? Ich dachte, ich komme zur Königin, die saß schon so da. Aber jetzt bin ich ja voll über ihr. Nein, ich wollte die Nachricht lesen, Junge. Etwas Erstaunliches. Okay. Ich nehme doch erstmal den Fahrstuhl. Ich weiß, bin immer so hin und her, aber ich weiß ja immer nicht, was der richtige Weg ist. Und man möchte ja auch irgendwie erkunden, so ein bisschen, ne? Gucken wir mal doch erst den Fahrstuhl, Alter. Hier kann man ja locker runter. Ach gut. Okay, kann ich gar nicht. Gut. Gut. Hab nichts gesagt. Ich war schon richtig. Ja, das kann dann natürlich ab und an auch passieren. Ich muss mir echt überlegen, was ich wegen der Rüstung mache. Ich habe natürlich nur 8 glitzernde Titanite und ich brauche wahrscheinlich dann... Ja, ich brauche ja nicht jedes Mal nur einen wahrscheinlich zum Verstärken. Da muss ich mir echt überlegen, was ich wegen diesen Rüstungen mache. Ob ich mir da vielleicht mal gucke, dass ich mir was anderes besorge. Wenigstens für vielleicht Hand, Kopf und Schuhe oder so. Damit ich wenigstens nicht zu viel brauche. So. Oh. No way back. Na gut. Wer will kämpfen? Keiner? Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl bei der Sache. Ein mehr als ungutes Gefühl. Ja, wenn ich jetzt die Tür aufmache, werden wahrscheinlich gleich alle aggro, hä? Oh, what? Ein Geist in der Wand. Ja, das gibt's ja nicht.
Wie mies. Vor sowas muss ich jetzt also auch wieder aufpassen. Ach, na klasse. Ach, guckt mal, die kopflosen Puppen sind auch zurück. Die kopflosen Ninjas. Ich weiß nicht, fülle ich das jetzt damit, dass der irgendwann mal was macht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht den leisesten Schimmer, ob das, was ich hier tue, überhaupt das Richtige ist. So, Hammer. Hammer, Hammer. Ist voll Hammer. Drachenzahn. Wo ist denn der Hammer? Da, Hammer des alten. Ach, ich glaube, den hatten wir sogar schon mal, ne? Oder zumindest hatten wir viele Sachen des alten Ritters. Ich kann es mir gleich nochmal angucken, aber ich meine, wir hatten sowas schon mal. Keita-Glocke und ein Seelengroßschwert. Oh, das ist ein Zauber, oder? Seelenspeer, Seelengroßschwert. Ein Zauber, der ein Schwert aus Seelen formt. Dazu wird Energie in einem einzelnen Punkt. Oh, cool. Das ist auch ein cooler Zauber. Würde ich auch nehmen. So, die komische Glocke war dann wahrscheinlich hier unten. Keita-Glocke. Heilige von den... von der Tränengöttin Keitha, ach, von der habe ich doch auch schon gehört, gesegnete Glocke, ein Beschleuniger für Hexereien, kann nicht zum Wirken von Wundern verwendet werden. Keitha, die Tränengöttin, ist als mitleidsvolles Wesen bekannt, das uns in tragischen Zeiten beisteht. Manche sind aber überzeugt, dass sie eine Dämonin ist, die uns ins Unglück führt. Und dann gucke ich mir jetzt nochmal den Hammer sicherheitshalber an. Ein Großhammer von unbekanntem Alter benutzt. Ja, okay, das ist das, was wir schon kennen. So, da haben wir ein Rufsymbol. Mietklingeluet. Okay. Das ist aber nicht... Nee, das ist ein anderer Typ. Ach, jetzt kommen die ganzen Boss... Machen wir jetzt einen Boss-Rush hier oder was? Was soll der Spaß? Hab langsam echt das Gefühl, hier ist einfach... Jetzt machen wir doch einfach einen Boss-Rush. Weiß nicht, ob noch mehr Geister in dem Ding sind, ne? Na gut, Henkerwagen, dann komm du halt her. Hoffe, da kommt nicht noch woanders was. Ich guck mich erstmal sicherheitshalber um. Okay, der Wagen kommt. Beziehungsweise jetzt ist ja nur noch das Pferd. Lasst uns doch einen Boss-Rush in unser Spiel einbauen. Alle Bosse, na, obwohl, das ist ja sogar ein Dingens-Boss gewesen, ne? Ein optionaler, den muss man ja nicht mal bemerkt haben. Von daher, okay, da finde ich es in Ordnung. Einen optionalen Boss kann man gerne einbauen. Alter, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Und zack, 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 zack. So. Blödes Pferd. 4000 Seelen, na klar. Gauers Schutzring. Was ist das denn jetzt schon wieder? So much Zeug. Obwohl ich mich aber... bevor wieder jemand mir was unterstellen will, ich freue mich, dass es so viele Sachen gibt jetzt hier, die man sich auch angucken kann. Der Ring gehörte dem Assassinen Gauer. Oder Gower oder Goer, der ein halbes Dutzend Könige und mehrere hohe Geistliche gemeuchelt hat. Er verringert von hinten erlittenen Schaden. Ach cool, das Leben von Assassinen steht immer auf dem Spiel. Und die größte Gefahr ist ein ungeschützter Rücken. Ja, das stimmt natürlich. Habe ich das gerade richtig gesehen? Dieser Ring ist sau schwer. Ja, der Ring wiegt ein bisschen was. Das ist ein schwerer Ring. Ja, aber dafür verringert er halt den Schaden von Backstabs, ne? So, da oben ist so ein Typ. Ist der schon? Der ist aber auch schon wieder fit, so wie es aussieht. Na gut, kümmern wir uns erstmal um dich. Obwohl, ich könnte mich aber auch erstmal heilen. Freunde, bevor ich hier mit irgendwelchen Späßen anfange. Alter, es heilt ja fast gar nichts mehr inzwischen, ne? Piung. Ja, der Blitz bringt nicht ganz so viel. Was bringt denn das Ding? Es bringt nicht mal... Oh, es bringt sogar weniger. Da hat sich der Blitz ja doch ein bisschen gelohnt, wenigstens. So. Kumpel, bleib ruhig. Meine Güte. So, aber ich habe da auch eine Tür gesehen. Ich frage mich jetzt, was wieder der richtige Weg ist. Und wie ihr wisst, gehe ich in der Regel immer erst aus Versehen den richtigen und gehe dann wieder zurück, um zu merken, dass ich erst den falschen Weg gehen wollte. Ach, okay. Ich glaube, hier war mal schon mal das ein Shortcut. Kann das sein? Nee, ist was anderes. Keine Ahnung, wo ich jetzt gelandet bin. So, da kann ich erstmal den Bogenschützen ausnehmen.
ist denn das hier immer für ein komisches Geräusch? Hier ist doch gar kein Wasser. Ach, na klar, Gargoyle. Mensch! Boss Rush. Ich sag's ja. Na komm her, Kumpel. Ich meine, das letzte Mal habe ich gegen 6 oder so von eurer Sorte gekämpft. Werde ich ja wohl dich hinkriegen, mein Freund. Klingelingeling. So. Na also. Ach, guckt mal. So weit hoch haben wir es inzwischen geschafft. Oh, das ist doch ein netter Ausblick, finde ich. So, dann jetzt hier nach unten. Sag mal, okay, da ist... Okay, ich gebe zu, es regnet. Da können Pfützen sein, aber so extrem, wie das klingt... Ach, du Heilige. Naja, wenn ihr nicht wollt. Okay, sie wollen. Ullalalala. Bleibt mal ruhig, meine Damen. Die mache ich jetzt einfach so. Ich weiß, es ist lame, aber da scheiße ich jetzt mal einfach drauf. Die andere mache ich dann auch mit Schwert, aber... Zwei. Wobei ich die eigentlich auch wahrscheinlich locker mit Schwert... Ich sollte die nicht unterschätzen, die guten Damen. Habe ich gerade gesagt, ich sollte die nicht unterschätzen, die guten Damen? Holla, die war... Da ist übrigens ein Geist in der Wand. Gut. Alter Vater, ist das schlimm mit denen, ey. Ist ja nicht mehr feierlich. Ich habe übrigens schon einen Estus plus 5, fällt mir auf. Darf ich mal sagen, dass ich, glaube ich, nie einen so hohen Estus in meinem LP hatte? Die andere Frau erst. Endlich. Meine Fresse, sind die übertrieben. 10 Flammenschmetterlinge und 5 Reparaturpulver. Cool. Gut, dass ich mir das gekauft habe, das Zeug. Welk das Dämmerungskraut. Hier bin ich jetzt, glaube ich, kann das sein, dass ich mir jetzt einen Shortcut schaffen kann? Wo ich auf jeden Fall schon mal davor stand. Oh, eine Estus-Flakonscherbe, schön. Das ist doch auch was, was jemand gerne hört. Ich glaube, ich habe mir jetzt hier einen Shortcut geschaffen, oder? Ja, das müsste ein Shortcut sein. Ich weiß bloß jetzt gerade nicht genau, wie von da es zurück zum Leuchtfeuer ging. So theoretisch meine ich nur. Ach so, hier. Ah, okay, perfekt. Aber ich will erstmal die... ich will die Frauen nicht unbedingt wieder bei lebendigem Leibe sehen. Die sind ja schrecklich. Das ist ja nicht... Das ist ja nicht normal, ey. Was die einem antun, ey. So. Gut. Dann wäre das der Teil. Das war also nur der Shortcut. Gut, dass ich erst hier lang gegangen bin. So gefällt mir das doch. Genauso will ich das haben. So, da oben warten bestimmt noch mehr von diesen Wächtern auf mich, oder? Ja, da steht schon einer mit einem fetten Schwert. Und da steht noch einer mit einem fetten Schwert. Alles klar, dann komm mal her. Mein guter Freund. Ach, der andere kommt... Oh, Kacke. Ich muss den hier schnell besiegen. Weil der andere hat jetzt auch Bock. Und hepp. So, Kumpel, jetzt können wir gerne kämpfen. Aber die halten irgendwie nicht so viel aus wie die Hammertypen, kann das sein? Die Hammertypen hielten viel mehr aus. Oder der Hammertyp. So, mein Freund, du ein Mimik. Da sind so viele gestorben. Es ist ein Mimik. Tatsache. Alter, die sind noch schlimmer als in Dark Souls 1, kann das sein? Boah, bist du widerlich. Ich hasse die Viecher. Ungemein. Oh, das war kacke. Das letzte Mal hat sich das Mimik ja selbst zerstört, ne? Beziehungsweise das erste Mal. Und das zweite Mal... Nodachi. Und das zweite Mal... habe ich das ja einfach abgeschossen. Das Nodachi. Das ist, glaube ich, ein sehr... Ist das nicht sogar ein sehr gutes Geschickschwert?
Das klingt nämlich wie so ein Katana. Nodachi. Ja, naja, ein mehr oder minder gutes Geschickschwert. Ein Katana von unbekannter Herkunft, hergestellt mit Hilfe einer sonderbaren, aber ausgeklügelten Technik. Seine extrem lange Klinge ermöglicht das Zustechen aus großer Entfernung, aber seine Konstruktion macht es äußerst zerbrechlich. Aber ich glaube, das ist sehr beliebt im PvP, weil es halt eine hohe Range hat, ne? Glaube ich fast, dass das sehr beliebt im PvP ist. So, du auch noch Mimic? Das wär's doch jetzt, oder? Aber dann weiß ich gerade nicht, wo es weitergeht. Nee, du bist ausnahmsweise kein Mimic. Und auch keine Falle. Feuersturm. Alter, wie viele Zauber ich hier finde, ne? Guckt euch das doch mal an. Das ist, glaube ich, der, den ich in Dark Souls 1 hatte, ne? Eine uralte, grundlegende Pyromantie erzeugt Feuerpfeiler rund um den Wirker. Der Feuersturm soll den Zorn des Schöpfers, des Zaubers verkörpern. Aber jetzt bin ich echt gerade ein bisschen verwirrt. Moment, wenn ich das komische Pferd getötet habe, jetzt kann es vielleicht sein... Moment, ich komme ja gar nicht zurück, oder? Doch, Moment, ich müsste zurückkommen. Dass jetzt hier Party ist? Nö. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe alles getötet, was mich angegriffen hat. Vielleicht sollte ich auch noch das töten, was mich nicht angreift. Nein, keine Ahnung. Hier die Türkammer, mit der kann man nichts machen? Achso. Was? Tür, aber Loch? Ja gut, hier oben war ich ja. Ja, nee, das ist jetzt nicht. Das ist Geplatsche, ne? Hä? Ich muss diesen Riesen irgendwie aktivieren. Diesen Golem. Als letztes Mal war das ja, indem ich möglichst viele von den Königsschwertkämpfern da töte. Hast du hier nicht einen Tipp für mich, Junge? Das Land ist reich. Kein's gone. Das Land. No better. Nö, hat er nicht. Bevor ich mich jetzt ans Leuchtfeuer setze, möchte ich erstmal überprüfen, ob ich jetzt irgendwas gewonnen habe. Ist immer noch verschlossen. Den kann ich immer noch nicht ziehen. Ich könnte jetzt hier wieder hochklettern. Aber dann lande ich wieder da. Irgendwie gefällt mir der Shortcut auch ganz ehrlich gar nicht mal so. Wenn ich ehrlich bin, da muss ich durch die dummen Feuertussis. Aber ich habe doch jetzt alles verdammt nochmal getötet. Oder habe ich noch irgendwo einen Geist vielleicht übersehen? Vielleicht muss ich auch diesmal eine Statue einfach angreifen. Aber es ist die ganze Zeit nicht so gewesen. Da können die doch jetzt nicht so machen. Also ich meine, doch, können sie schon, aber es wäre ein bisschen unfair, wenn sie es auf einmal die Regel ändern. Müsste ich angreifen? Die Regel war bisher aber auch nicht. Also es ist bisher was passiert, wenn ich diese Typen hier besiegt habe, beziehungsweise wenn ich irgendwelche Typen besiegt habe. Aber da ich jetzt alles hier getötet habe, bin ich doch etwas verwirrt. Ich habe sogar das Mimic getötet. Tja, jetzt hängen wir hier mal kurz ein bisschen fest. Na gut, ist ja nicht so schlimm. Kann ja mal passieren. Ich meine, das ist ein... Wie gesagt, mir kommt das jetzt auch nicht so ganz wie ein Shortcut vor. Kann ich diese Ballisten hier irgendwie nutzen? Ich habe ja... Habe ich hier vielleicht irgendwo eine Truhe übersehen, wo der Schlüssel drin war? Das kann natürlich sein. Das könnte ich mir gerade sogar vorstellen, dass hier vielleicht irgendwo noch eine Truhe rumsteht und ich habe sie einfach übersehen. Und da ist der Schlüssel drin, den ich brauche, um diese eine Tür aufzuschließen. Oh, das kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier so festhänge, Leute. Habe ich hier noch was übersehen? Ich glaube nicht. Nicht so wirklich. Die gute Frau sitzt auch immer noch da, ne? Was war denn das jetzt? Keine Ahnung, was das für ein Geräusch war, aber... Ja,
da sitzt sie immer noch und wartet. You have fought admirably on your journey, cursed undead. I am Nashandra, Queen of Dranglake. A true monarch carries the weight of their souls. The last king of this land, King Vendrick, as he was called. He found the strength to rule his people, and when the undead were born, cursed, he found more strength to face them. But in the end, he never took the true throne. Sorry, aber wie soll ich denn drauf kommen, dass die von dieser Entfernung zu mir... Gut, das ist durchaus logisch, aber... hätte die nicht an... da wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, wenn sie einfach schon anfängt zu sprechen, wenn man hier vorbeikommt. Dass man weiß, ah, okay, sie kann mit... Also sie spricht schon ein mit ihm. Weißt du, sie sitzt so da, so... Ach, mich geht das hier ja gar nichts an. Visit Vendrick. Ja, würde ich gerne. We have no need for two rulers. Okay. Ja. Super. Und jetzt? Ich dachte, die gibt mir jetzt wenigstens den Schlüssel. Versucht Distanzkampf. Das zum Beispiel. Ich hatte mich nämlich. Ich hatte doch gedacht, guck mal, da kommt man doch auch vorbei. Muss ich da rüberspringen? Nein, das kann nicht sein. Ich meine, hier ist direkt der Bossnebel daneben. Das kann ja nicht nur einfach so zur Show sein, beziehungsweise nur zur Abkürzung dann. Beziehungsweise um noch ein Bonfire zu haben, das kann ich mir nicht vorstellen. Kann mir auch nicht vorstellen, dass man hier rüberspringen muss, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, der Typ hat es versucht wahrscheinlich. Ne, der hat gegen irgendwas gekämpft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier rüberspringen soll. Ganz ehrlich. Nee. Also nicht mit der Sprungmechanik. Also wenn Dark Souls eine sinnvolle Sprungmechanik hätte, würde ich sagen, man kann das machen. Aber nicht mit dieser Sprungmechanik. Nein, sorry. Also, und wenn das... Pilgerin Belclair. Aha. Was, wo die ganzen Leute herkommen, ey. Wenn es dieses, wenn es das am Ende ist, dann wäre ich echt enttäuscht. Weil mit so einer Sprungmechanik, ich finde, so eine Sprungmechanik, da kann man einem nicht zumuten, irgendwelche komischen Sprünge zu machen, um ganz ehrlich zu sein. Könnte mal da runterspringen, aber ich verstehe auch noch nicht, was der Hebel soll. Da komme ich auch immer noch nicht rein. Wahrscheinlich, wenn ich den Fahrstuhl einmal aktiviert habe, ne? Jetzt kletter ich hier schon wieder hoch und ich habe immer noch keine Ahnung. Ich muss doch diesen komischen... Ich wette, ich muss diesen komischen Riesen aktivieren, aber ich habe keine Ahnung, wie. Und jetzt sagt mir nicht am Ende, ich muss irgendeinen bestimmten Geist noch besiegen, der in irgendeiner von diesen Wänden hängt. Und ich habe es bloß noch nicht mitgekriegt, dass der da hängt. Das fände ich nämlich echt dumm. Was war das? Ach ja, da sind bestimmt wieder die ganzen Leichen gespawnt. Kurz gesagt, Monster wird benötigt. Ja, aber wie? Die haben alle keinen Bock. Kann ja einfach mal aus Jux und Dollerei mal einen Köderschädel werfen. Vielleicht ist hier was in der Nähe. Jetzt sag bloß... Nee, das kann es auch nicht sein, oder? Dass ich hier in dem Gebiet jemanden hätte umbringen müssen? Dass ich die aus irgendeinem Gebiet hier hätte... Dass ich die... Nein, die können auch nicht von mir verlangen, dass ich die beiden hier in das Gebiet reinziehe, um sie dann hier zu töten, damit die dafür gemacht... hier benutzt werden. Das wäre sinnlos. Sorry, aber das wäre wirklich dumm. Aber die kämpfen ja alle gegen irgendwas. Hallo? Erde an mich? Kann vielleicht eine von euch blöden Wachen mal aufstehen? Das bringt auch nichts. Da kann ich auch durchziehen, wie ich will. Hä? Ist hier vielleicht noch irgendwo ein Geist? Hallo, Geist, bitte. Ich bin echt überfragt gerade. Ganz ehrlich, jetzt bin ich echt ein bisschen überfragt. Ist ja vielleicht eine scheinbare Wand. Ja, wo soll es denn da aber auch hingehen? Ja, ne? Ich habe hier alles getötet. Vielleicht geht es da noch irgendwie weiter. Durch die Fenster. Ich glaube auch nicht. Ach, Mann.
finde ich jetzt irgendwie kacke. Ich habe sogar den Gargoyle getötet. Den müsste man ja nicht mal töten. Man kann den Typen ja theoretisch auch einfach von hier unten mit dem Bogen abschießen. Man müsste nicht mal den Gargoyle töten. Selbst den habe ich getötet. Bin gerade echt ein bisschen verwirrt. Aber das Gute ist, das ist ja die letzte Folge. Boah, ich erschrecke mich jedes Mal wieder, ne? Das Tolle an der Sache ist, das ist die letzte Folge, bevor ich wieder auf eure Kommentare eingehen konnte. Das heißt, ich kann jetzt theoretisch auch einfach Schluss machen. Und wenn es jetzt nicht ein zu großer Spoiler ist, dann könnt ihr mir ja einfach mal schreiben, was ich hier jetzt übersehen habe, weil ich raff's gerade ehrlich nicht. Nee, sorry, ich raff's gerade einfach nicht. Ich raff gerade nicht, was ich falsch gemacht habe, beziehungsweise was ich übersehen habe. Ich habe jetzt sogar mit der Frau gesprochen. Was zufällig passiert ist, das will ich nicht abstreiten, aber ich habe mit ihr gesprochen. Er sagt auch nichts Neues. Und die komische Tussi will auch nichts mehr. Also die gute Königin hier, die will auch nichts mehr mit mir sagen. Ja. Ja, toll. Und die haben scheinbar auch keinen großen... Irgendwo ist hier immer so ein... Ach, aber ich glaube, das kommt von den Rufsymbolen, oder? Diese komische Geräusch. Also vielleicht ist es auch wirklich, ich soll hier rüberspringen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Versucht linkes Bein... Ich meine, ich könnte auch versuchen, sie wie Quinnewehr könnte man ja theoretisch auch abschießen, aber ich meine, das können sie doch auch nicht von einem sagen. Ja, du musst einfach herausfinden, dass du mal die Königin abschießen musst. Viel Spaß. Nee, das erscheint mir alles unlogisch. Gibt's hier vielleicht einfach... Ich dachte schon, ich treffe den Typen jetzt. Ja gut, da ich jetzt hier nicht weiterkomme, machen wir an der Stelle einfach Schluss. Und beim nächsten Mal hoffe ich mal, dass ich weiß, was ich machen muss. Vielleicht, ihr müsst ja keinen wirklich, also wenn ihr jetzt sagt, es ist so offensichtlich, dass ich einfach nur, und ich bin einfach nur blind, dann dürft ihr das auch gerne schreiben. dann gucke ich mir das Ganze beim nächsten Mal nochmal genau an. Aber wenn ihr jetzt sagt, das ist vielleicht wirklich irgendwas, keine Ahnung, dann könnt ihr es mir auch gerne schreiben. Wie gesagt, ist ja sowieso eure Sache. So, das war dann auch diese Folge Let's Play Dark Souls 2 und beim letzten Mal dann hoffentlich weiter hier im Schloss. Also, natürlich weiter hier im Schloss, aber mal gucken, wie weit wir noch kommen werden, ne? Bis dahin. Ciao.